Recht herzlich willkommen zur 58. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, wir sind am Escapen immer noch und ja, haben ja diese schicke Bahn und der Pralo hat mir ein paar Tipps wiedergegeben, damit ich das auch richtig mache. Vorweg ganz kurz, mir geht's nicht 100% so gut, weil ich definitiv eine Erkältung habe. Stimme ist wahrscheinlich auch nicht gerade top. Und ich werde das heute leider etwas kürzer halten, wollte es aber nicht weglassen, wollte wenigstens ein bisschen was machen, weil der Mund muss einfach eingeholt werden, ne? Da ist er. So, und dann muss ich, was muss ich machen? Wir fliegen in Richtung des Munden, der da ist, sieht man gerade schön. Ich müsste ihn mal anklicken, glaube, View, rechts. Ne, Add-Manöver wollte ich nicht. Ne, ich wollte ihn anvisieren. Muss ich links klicken wahrscheinlich, ne? Oder rechts? Ich weiß es auch nicht. Will er jetzt nicht. Auch schön. Onset Target, Focus View. Da. So, und dann sehe ich, dass ich da durchgehe. Hat der Dralo vollkommen recht? Wieso ist denn das jetzt da und das da? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Das ist wohl ein Aufnahmefehler, wa? Aber ich soll ganz einfach nur weiter Prorate burnen. Dann sollte das schon besser werden, ne? Das hatte, glaube ich, mit dem Bug zu tun. Dass wenn man abgespeichert hat und wieder startet, dass es dann so ist, ne? Müsste jetzt aber eigentlich weg sein, ne? Aber ich komme auf jeden Fall hier mit dieser Kurve raus. Wird gerade doof angezeigt. Aber ich stürze auf jeden Fall nicht ab, ne? Da ist die Periapsis. 5000. Hier soll ich einen Fokus machen. Ne, das war es nicht. Ja, ist egal. Läuft. Muss nur gucken, dass ich 25.000 drüber bin. Mein kleiner kleiner Satellit hat ja auch kein Problem damit. So, und das sieht doch super aus, denke ich mal. Nur jetzt passt hier irgendwas nicht. Ich weiß nicht, warum das grafisch jetzt gerade ein Problem macht. Gehen wir mal raus. Und wieder rein. Ne, es sieht immer noch so aus. Keine Ahnung, warum. Ich will mal hoffen, dass das alles passt. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass die Spitze nicht zur Sonne zeigt noch. Dass die Solarzellen Licht kriegen. Das sieht super aus, weil die Sonne ist ja da rechts. Die Solarzelle wird vollkommen beleuchtet. Wir können es noch ein bisschen optimieren, glaube. Das wäre so. Ne, dann haben wir das auch noch. So, schicker kleiner Satellite. Läuft, oder? Oder läuft nicht? Ich weiß nicht. Gut, auf jeden Fall werden wir jetzt ein Stück vorfliegen, denke ich mal. Ich mache erstmal hier. Warp hier. Ah, dann kommt das auch dahin. Passt schon. Sieht ja cool aus. Naja, okay. Er macht das schon. Das war wohl doch kein Anzeigefehler. Es liegt einfach daran, dass die Bahn nachher so am Mond vorbeigeht. Ich weiß es aber nicht. Ja, gut. Okay, ich mach noch mal halbe Strecke. Trau dem Braten ja noch nicht ganz. Aber es sieht so aus, als ob die Punkte sich auch nähern. Sieht wohl so aus, als ob alles richtig ist, oder? Warp hier. Okay. Sieht ein bisschen eigenartig aus, aber... Jetzt geht hier kein Warp hin, ne? Aber wir können den Warp ja einfach hier machen. Gucken, was passiert. So, jetzt stürzt gleich das Spiel ab.
Schwenkt er gleich links ein und... Ich weiß nicht. Jetzt ändert sich was. Ah, wir sind jetzt auf der Nebenstück auf jeden Fall. Alles gut. Jetzt zeigt er mir das an. Keine Ahnung, was das für ein Anzeigefehler ist. Sieht aber top hier aus. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, was unsere Aufgaben waren. Fly by the Moon haben wir erledigt. Das ist doch schon mal schön. Da unten war auch noch einer. Test Arndt Unique Fuel Engine. Das ist später. Aktiv Orbit around the Moon. Ja, das können wir jetzt wohl, glaube ich, nicht mehr machen, ne? Auf dem Mond landen müssen wir auch noch, das ist alles später. Aber wir haben auf jeden Fall den da oben schon erreicht. Fly by the Moon. Test Level. Test. Also das müssen wir auch aus Out of Kerbin machen, ne? Ist das denn so richtig? Ich glaube nicht, ne, oder? Ich weiß es nicht. So, gehen wir mal gerade da ran. Wir fliegen da vorbei auf jeden Fall, das ist alles gut. Wofür der hier ist, weiß ich jetzt auch nicht. Zoomen wir mal raus. Ist das der Eck, oder? Das ist definitiv irgendwie ein Anzeigefehler, ne, oder? Ach nee, das ist die Flugbahn des Kerbin um die Sonne. Alles klar. Okay, dann passt das ja. Und wir hauen nach da irgendwo ab. Alles gut. Das ist nur ein Anzeigefehler, ne? Also, ich muss auf den Punkt, um da Fokus zu machen. Alles klar. Ja. Das sieht alles gut aus, denke ich. Das machen wir jetzt richtig. Machen so eine schöne Kurve in den Weltraum. Dieses, hatte der Dralo gesagt, ist ziemlich erstmal egal oder so. Dass wir da jetzt nicht den tollen Kurs um den Mond haben auf einer Achse. Und wenn, dann könnten wir das kurz davor korrigieren oder wie war das? Ja. Nur schwierig, das jetzt irgendwie hinzukriegen, das. So, da müsste ich jetzt, glaube ich, wenn ich da in der Nähe bin gleich, den da anheben. Und das wäre... Und muss ich hier einen Node setzen? Also ich denke mal, das wäre hier den Node zu setzen. Add Manöver. Und das muss ich nur mit dem Blauen ändern, hat er gesagt. Ist das wirklich mit dem Blauen zu ändern? Mit dem Lilanen, oder? Jetzt habe ich was falsch gemacht wahrscheinlich. Nee, das ist doof. Das sieht ja echt doof gerade aus. Machen wir nochmal weg. Weg. Das Manöver. Ist das doch mit dem Blauen? Nee. Oder doch? Sieht wohl doch so aus, dass die Blauen sind. Er hat wohl recht. Ja. Aber irgendwie gefällt mir das mit der Ansicht gerade nicht, ne? Weg. Warum geht diese Ansicht so komisch? Das ist jetzt die Frage, ne? Aber das wird wohl nicht anders gehen, weil der immer umswitcht dann, ne? Mach mal näher ran. So. Dann müssen wir gleich die ganzen Tests machen noch, ne? Das darf ich nicht vergessen.
Höhe. Das ist die Höhe zum Mund. Sieht wohl so aus, ne? Ja. Ich habe jetzt so ein bisschen Schiss, dass ich was falsch machen könnte, ne? Aber auf der anderen Seite, was willst du falsch machen? So, auf jeden Fall näher dran. Alle Zeit der Welt. Manöver. Was macht der da eigentlich, wenn ich das so mache? Ach, da mache ich eine schärfere Kurve um den Mund. Ne, das wollen wir ja schon mal gar nicht. Weg damit. Da, so. Und dann sind es wohl nicht die blauen, sondern doch die lilanen, ne? Das ist aber, glaube ich, ein bisschen viel, oder? Das ist ein bisschen viel, da müssen wir ein bisschen weniger machen. Also so wäre ich jetzt geneigt zu sagen, ja, das könnte sein, dass das passt. Ah, schwierig zu beurteilen, ne? Aber in irgendeiner Bahn sind wir dann schon. Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen zu hoch. Irgendeine Bahn ist das, die da auch ist, aber welche, gute Frage. Ich lasse es mal so und dann werden wir das mal so brennen. 70,3, das ist alles machbar. Dann dürfen wir nur die Tests nicht vergessen. Und Ausrichtung können wir, glaube ich, schon mal starten. Oh, wir haben hier so viele Sachen an, sehe ich gerade. Machen wir besser schnell wieder aus, ne? Unsere Batterien nahe leer. Aber das passt schon mal alles. So. Einmal ausrichten in die richtige Geschichte da. So, dahin, da. Da müssen wir stabilisieren und alles ist super, oder? So, und dann haben wir noch 8 Minuten Zeit. Machen wir mal schneller. Muss 25 Sekunden brennen, also irgendwie so 12 Sekunden vorher soll ich das machen. 4 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute. Gut, 12 Sekunden vorher. Noch ein bisschen schneller laufen lassen. So. Normale Geschwindigkeit, ja. Und dann geht's los, oder? 24, 23, 22, 12 und 12. Ich habe alles richtig gemacht, müsste ich aber. Ne, war schon richtig. Sieht doch gut aus, oder? Er kommt hoch. So wie ich es haben will, oder? So, und jetzt müsste ich nochmal 12 Sekunden weiter, ist das richtig? Sieht so aus. Also wieder auf 23, oder was? Da weiß ich nicht. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, was da gerade war. Wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht. Gucke ich mir mal insgesamt an. Dieses Teil lösche ich mal weg. Ach, das ist wahrscheinlich auch nicht besser. Aber ich mache jetzt erst die anderen Geschichten, das ist wichtiger, oder? So. Wo ist die Sonne? Ist gerade
Elektrisch ist noch gut, ich sehe die Sonne nicht. Wo ist die Sonne? Ist die unten? Ne, die müsste eigentlich oben sein, oder? Da ist er auch. Ne, dann passt's ja. Gut. Jetzt muss ich irgendwelche Tests machen, ne? Mystery Go analysieren. Passt. Mache ich das jetzt richtig? Transmit, Sonne scheint, müsste doch funktionieren, oder? Ich hoffe, das ist alles richtig. Der überträgt das alles und ist auch done. Wunderbar. So, was haben wir noch? Ich müsste jetzt noch gerade mal gucken. Ah, das ist Care, aber nicht irgendwie noch was? War ich zu weit weg? Nein, das passt alles, oder? Ich bin jetzt gerade irgendwie... Ach, weiß ich nicht. Nicht zufrieden. Da oben ist auch noch einer. Alles gut, oder? Ja, wisst ihr was? Ganz einfach. Wir sind jetzt hier auf 41.200. Wir sind schon dran vorbei wahrscheinlich. Aber ich mache jetzt hier trotzdem eine Unterbrechung. Und wenn ich noch was habe, dann können wir das nochmal machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.